Willkommen zu einem weiteren legendär epischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2. Endlich geht's los. Eine Woche früher kann man ja, wenn man vorbestellt, bekommt man die Kampagne eine Woche früher. Kriegt jeder, ist nicht irgendwas Besonderes für YouTuber etc. Deswegen, falls ihr also das Spiel jetzt vorbestellen solltet, dann könnt ihr auch direkt euch die Kampagne herunterladen und komplett am Stück durchspielen. Kleiner Tipp von mir, mein Partner Instant Gaming, der hat das Spiel deutlich billiger. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link. Und wenn ihr darüber bestellt, dann habe ich auch noch einen kleinen Vorteil, denn ihr unterstützt mich damit. So, wir starten jetzt. Ansonsten bewerten, kommentieren. Bin gespannt auf eure Meinung zu Modern Warfare 2. Seid ihr gehypt? Ich bin's, wie jedes Jahr. COD ist für mich Tradition. Einfach nur Tradition. Let's go. Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren jetzt Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Alter, das sieht echt heftig geil aus, ne? Wir spielen auf der PlayStation 5. Da kommt ein Heli. General Gobrani. Passt, genau. Jetzt rauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Also ich glaube, das Ding wird wieder richtig Bombe. COD selten enttäuscht, was Kampagne angeht. Und die Modern Warfare 1 Kampagne, die war ja schon extrem gut. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Alright, schauen wir mal. Das wird wieder sehr, sehr viele Leute triggern. Die Amerikaner mit ihrer Propaganda. Die Propaganda, die funktioniert bei mir. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. 2, 1, Schuss! Rakete ist unterwegs. Boah, nice, es geht direkt los, ne? Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Kurs überprüfen. Was? Was? Ich war doch. Okay. Ich war doch voll drin. Richtige Fenster, Beiwahl. Jack, komm scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Kutz-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas.
Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur ein Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Doug McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Beeilung! Razor 1, Bravo Einheiten abgesetzt. Auf zur Sekundärhälfte. Geil, Mann. Wer bin ich jetzt? Soap? Ghost war immer einer meiner Liebsten in Modern Warfare und ich finde immer noch, dass Call of Duty Ghosts eines der unterbewertesten CODs überhaupt ist. Ich fand das richtig gut von der Kampagne. Razor 1 ist erfasst. Stehen unter absolut Beschuss. Unterbewertet. Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Oh. Razor 1 stürzt ab! Wir schützen ab! Wartet! Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Bravo! Alpha ist bewegungsunfähig! Kritische Treffer! Scheiße! Wir stehen unter direktem Beschuss! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Alter Ghost, die Legende. Ja, wie gesagt, das hier ist ein Videospiel, Leute. Weil jedes Mal diese verdammte Debatte bei jedem Kriegsspiel zum Gebäude vorrücken. Wer ist böse, wer ist gut und so weiter und so fort. Also ich schneide es hier ein einziges Mal an. Ja, es hat nichts mit der Realität zu tun. Wer durch ein Kriegsspiel wie COD irgendwie propagandamäßig umgewandelt wird, dem kann ich nicht helfen. Tut mir leid. Ja, das ist reine Unterhaltung, mehr nicht. Durchsuchen! Oh, das sind ja böse Buben! Das sind ja die Bösen da drin! Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Verstanden, erster Stock gesichert. Roger! Können wir hoch? Dass wir hier sind. Boah, das Baby. Das verzieht aber ganz schön. So, hab ihn. Und hab ihn. Was haben wir denn alles dabei? Eine Val. Ob ich ohne Nachtsicht mehr sehe? Ja. Ich glaube, da bin ich doch damit ein bisschen besser bedient. Gebäude 2 vorrücken! An alle Einheiten!
Absturzstelle unter Raketenbeschuss aus Gebäude 2. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten! Können wir reinrushen? Ja. Wow, what the... Alter! Nummer 1 geht rein. Holy! Der kleine Sack da in seiner Killergrube. Oh yes, gib mir die Shotgun. Ist es ein brutales COD? Oh, Blut ist auf jeden Fall drin. 7-1 rückt vor den ersten Stock. Sie sind hier oben. Explodieren die? Kugelsicher. Okay, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Bin getroffen! Was ist der Sack? Tja, ist kein Black Ops, ne? Da fliegen die Arme nicht weg. Nee, Modern Warfare ist immer irgendwie relativ sanft, was die Gewalt angeht. Mist. Da ist einer im Flur. Naja, ich mach das. Ghost, ich mach das. Feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Oh, was war das denn? Ach, da drüben sind auch noch welche. Holy moly. Das war's. Keine Spur von Hassan. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Wir brauchen einen neuen Helden. Adios, Hassan. Tja, die Frau hat den Mann gerecht. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, sind Soap, Alcatala hat heftiges Zeug. Sind aber andere Stimmen. Das ist Gebäude nicht die gesichert. Stimme gehen von wir. Soap aus der Originalserie. Soap, wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02, hier Bravo 07, Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Gut, euch zu sehen, Jungs. 5 sind tot, einer verwundet. Ich habe nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir tragen. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Alles klar, here we go. Angriff! Schützen wir der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant. Boah, du siehst ihn nicht, ne? Nee, du siehst ihn einfach nicht. Ich bleib lieber mal bei der Splittergranate. Ich dachte, wir machen hier vielleicht so ein Abwehrring. Hoch mit der Waffe! Okay, die sehe ich. Die sehe ich, mein Freund. Okay. Einer bewegt sich. Hier geht langsam die Muni aus. Die Rampe, Sau. Die kommen näher. Jetzt habe ich noch die Shotgun, ne? Was ist das? Oh, nice. Erste. Die Baumgrenze im Auge behalten. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6, brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden. 3 Minuten. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Beschuss! Okay. Ich ziehe einfach jeden weg, der so ein bisschen in Nähe Rampe kommt. 2-3 getroffen! Am Boden! Er ist tot! Weiter kämpfen! Weggepustet! Ziel am Boden!
glaube, da hinter dem Traktor ist noch einer. Ja. Flink wie ein Hase, der Typ. Knall sie ab! Hab ihn. Und hab ihn. Langsam wird's ruhig, oder? Also die Luftunterstützung könnt ihr euch jetzt schenken. Die ist jetzt auch egal. Alles ruhig. Alles gut, Soap? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir sichern die Position und rücken vor. Falls Hassan noch hier ist, dann vor uns. 7-6, funk die Luftnahunterstützung an. Verstanden. Moment. 7, hier Kilo 01. Beschuss in einer Minute. Kilo 01 feuert auf alles vor unserer Position. Nahfeuer freigegeben. Roger. Scheiße, was jetzt? Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Insgesamt 4. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit machen. Gott sei Dank ist hier unendlich Munition. Unterstützung auf Station! Alter, yes, baby! America, fuck yeah! Kilo 01, das waren saubere Treffer! War's das? Das will ich doch hoffen. Alles sicher! Kilo 01, keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 7-6. Kilo 01, geh in Bereitschaft. 7-6, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei, holen wir uns den Wichser. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Ei, du hast wohl recht, Lieutenant. Soap, der alte Pirat ist ein Ei. Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie genutzt haben. Also irgendjemand shootet da hinten kräftig. Die Flieger sind noch auf Position. Haltet sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Also grafisch. Wow! Mann am Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Runter! Soap, runter! Oh. Soap, schalte den Schützen aus. Alle anderen, unten bleiben, bis es sicher ist. Alles klar, Chef. Verluste? 7-5 am Boden. Wie zum Geier sehen die uns? Scharfschütze tot. Alcatala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Mehr Scharfschützen auf dem Dach. Schalte wow. Sie aus. Wow. Wow, 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 wow. Geh in Deckung, du bist witzig. Sergeant. Der Scharfschütze. Geh in Deckung. Wo hängt der Sack dann? Ah, der Busch ist im Weg. Den einen hab ich. Hast du ihn im Visier? Hab noch einen. Guter Schuss. Gib uns Deckung, Soap. Rücken vor.
Katana macht Druck. Wenn Hassan nicht hier ist, was zur Hölle dann? Wir werden hier draußen aufgerieben. Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch. 7-6, auf das Gebäude feuern, sofort! Ghost, wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Triff das Gebäude, 7-6, aber zerstör es nicht. Kilo 01, fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden. Wir fliegen los. Okay, haut es weg, Jungs. Alter, was eine Show. Immer drauf. Ein herrlicher Anblick. Ja, absolut wunderschön. Gott sei Dank für Luftunterstützung. Tja, hoffe Hassan ist noch in einem Stück. Mehrere Stücke tun's auch. Das erleichtert die Suche. An alle Bravos, vorrücken und das Gebäude sichern. Freunde, wir sehen uns wieder. Hassan, tot oder lebendig. In der nächsten Folge bewerten, kommentieren. Yada yada. McTavish, wir brauchen dich hier. Ja.